Heute hat der 16. aus der Bundesliga gegen den, glaub, 4. aus der Bundesliga 3:2 im DFB-Pokal gewonnen. 3:2 im DFB-Pokal. Dortmund ist raus, Bremen ist weiter. Tore sind in der 16. Minute Selke. Erstmal überraschend, dass der überhaupt ein Tor schießt. Dann in der 30. Minute Bittencourt. Dann hat Haaland den Anschlusstreffer gemacht. Dann macht aber Rashica kurzen Prozess, macht kurz danach das, den Führungstreffer wieder. Und Reina macht noch das 3:2 und Witzels Tor wird aberkannt. Kein Elfmeter, der Elfmeter von Witzel wird aberkannt. Und dadurch ist Bremen weiter. Der Abstiegskämpfer Bremen kommt gegen einen, der Chance zur Meisterschaft hat, weiter. Und das zum zweiten Mal in Folge. Letztes Jahr sind sie auch weitergekommen. Da war bei Bremen noch fast Europa League-Teilnehmer. Aber dieses Jahr hätte ich das gar nicht erwartet. Sie kommen trotzdem weiter. Dadurch ist Bremen dreimal gewonnen, viermal unentschieden gespielt und elfmal verloren. Die letzten zweimal im DFB-Pokal beide Bremen gewonnen. Beide hat Bremen gewonnen.